Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA bzw. Let's Talk GTA wie immer. Wir haben wieder neue Themen und wieder mit dabei sind Gronkh und Daniele Rizzo und diesmal auch der Gregor am Controller. Ja, man sieht es bereits, wie ich professionell den Berg herunterstolpere. Das deprimiert mich ein bisschen, wie ich hier gerade faile. Aber das macht ja gar nichts. Ich suche jetzt erstmal einen schönen Spot. Und wir haben heute natürlich ein Thema, was, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit auch sehr akut ist, glaube ich. Weil, Alter, ich komme hier nicht hoch. Hat zum Geräusch vom Daniele gepasst. Er hat geweint gerade, ne? Ja. Mach doch nochmal, Daniele. Was ist dir für eine Laus über die Leber gelaufen? Oder hast du vielleicht Depressionen? Ich bin einfach nur traurig. Ich glaube, du musst näher ins Mikro. Ach, du bist einfach nur traurig. Oh, mein Ohr, Alter. Nee, aber ganz ehrlich, das ist ja so ein Thema. Wir klingen gerade noch so lustig, aber eigentlich ist das Thema ja gar nicht so lustig, weil... Nee, absolut nicht. Das ist ja gerade so ein Thema, das habe ich, glaube ich, auch schon öfter gesagt, in der heutigen Zeit, was immer mehr Leute betrifft und vor allen Dingen immer mehr jüngere Leute in so einer Zeit, wo du gar nicht mehr richtig weißt, wo du hingehörst, was du machen sollst und so weiter. Ja, das ist echt ein Problem und viele Leute, also nicht nur junge Leute, auch ältere Leute haben das Problem natürlich, mit Depressionen zu kämpfen, sehen oft keinen Sinn mehr im Leben, haben mit allen möglichen Sachen Probleme und lassen sich auch schnell fertig machen. Das geht, glaube ich, oft ineinander über. Oh, das sieht super schön aus hier gerade. Mach doch mal eine passende Musik rein gerade für so depressive Stimmung. Ich glaube, durch die neuen digitalen Welten und soziale, in Anführungsstrichen, soziale Geschichten, Facebook und so, ist es halt schwierig, dass man sagen kann, ja, ich rede mit meinen Freunden oder nicht. Naja, gut, das ist, würde ich nicht sagen, schwerer geworden, aber ich glaube, gerade durch soziale Netzwerke kommt sowas halt auch schneller raus, ja? Und gerade auch, wenn man gute Freunde hat, wenn man sich zum Beispiel ritzt wegen Depressionen und so. Das Thema ist übrigens vorgeschlagen worden in der Community. Wir haben ja jetzt, schauen ja immer rein, was ihr auch so an Themen hören wollt. Und viele haben geschrieben, macht doch mal was über Ritzen, macht doch mal was über Depressionen und sowas alles. Vor allen Dingen eine Sache ganz kurz, bei Facebook fiel mir gerade noch ein. Bei Facebook ist es ja gerade so, heutzutage ist ja Hans und Franz auf Facebook und man macht da ja, man gibt da Dinge von sich preis, die vielleicht im richtigen Leben, also jeder sieht auf Facebook immer besser aus, und ich meine jetzt nicht fototechnisch, sondern machttechnisch sozusagen, als man eigentlich ist. Du bist auf geilsten Partys unterwegs, du erlebst die Welt, bla bla bla, aber man sieht ja nie die andere Seite von den Leuten, wenn die allein zu Hause sitzen oder sonst irgendwas. Und dadurch projiziert sich so ein Bild, was du von anderen hast, dass du denkst, Alter, die haben ja ein super Leben, das ist ja mega geil bei denen. Und warum ist das bei mir nicht so zum Beispiel? Warum ist mein Leben so bedeutungslos und leer irgendwie? Ja, ja, ja. Und das ist, aber das kann man nicht Neid nennen irgendwie, sondern nee, Neid, nicht Enttäuschung. Ja, genau, aber mehr so Enttäuschung von sich selbst, finde ich. Also so, dass man das dann, dass das eigene Leben vielleicht nicht so wirkt wie das Leben, was man von den anderen da sieht. Hier kommen wir gar nicht rein. Ne? Aber die Frage ist, hattet ihr schon mal irgendwie eine Depression oder habt ihr euch gedacht, ja, irgendwie bin ich jetzt gerade unglücklich? Also, ja, klar, also bei mir ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir auch, ja. Bei mir war es ja vor allen Dingen damals die Zeit, wo ich ja quasi am Boden war, sozusagen am Bodensatz der Gesellschaft auch, wo ich dann irgendwie hätte Hartz IV in Anspruch nehmen müssen, aber zu stolz war, es zu tun. Und da war ich halt auch, da bin ich ja halt tatsächlich mit Gedanken rumgelaufen, dass ist alles überhaupt nicht mehr, das lohnt sich alles gar nicht mehr. Ich habe im Leben generell, ich habe zwar schon viel erlebt zu der Zeit, habe aber letzten Endes im Leben nichts erreicht oder stehe jetzt wieder vor dem Nichts, weißt du, während andere irgendwie in dem Alter schon relativ gesettelt waren und ich halt überhaupt nicht. Und da habe ich halt auch schon gedacht, so, wozu bist du überhaupt noch hier? Was soll das alles überhaupt? Was willst du mit dem Scheiß noch? Ich hatte das auch mal. Also wirklich so, dass ich auch gedacht habe, das ist doch alles sinnlos, die Sinn des Lebenskrise. Da war ich 17 oder so. Und da hatte ich das besonders heftig, muss ich sagen. Und da fand ich auch alles blöd. Echt ohne Scheiß. Boah! Hey, was machst du da? Ich parke. Es hat doch noch alles seinen Sinn. Yeah. Nee, ich wollte einfach nicht mehr. Nein, aber das muss ich wirklich sagen, da fand ich alles bescheuert, weil irgendwie hat sich mir der Sinn des Lebens nicht so ganz ergeben. Ich war nur eine kleine Made in dieser riesigen Welt, auf dieser riesigen Erde und ich fand das so schade, so deprimierend einfach, dass ich einfach nur so ein Wurm war und im Prinzip es völlig egal war, ob es mich gibt oder nicht, was ja leider auch wahr ist. Und wenn man zu viel über den Sinn des Lebens und sowas nachdenkt, kriegt man Depressionen. Da wird man verrückt. Man darf da gar nicht zu viel drüber nachdenken. Man sollte sich lieber manchmal einfach nur in diese Welt flüchten, die man sich hier gebaut hat, die Gesellschaft Realität nennt, wo man sich fragt, ist es denn die Realität und was ist Realität? Wobei das wieder ein ganz anderes Thema wäre. Aber das war auf jeden Fall so ein Punkt, der mich persönlich
auch dazu bewegt hat, dass ich teilweise auch gesagt habe, ach, scheiß drauf alles. Ich hatte da echt eine krasse Phase so. Also bestimmt ein Jahr hat die gedauert. Bin ja auch früh ausgezogen und dementsprechend konnte ich da noch machen, was ich wollte. Bin ich mir in die Schule gegangen und so ein Scheiß. Was aber auch ein Problem ist, weil das sehe ich auch bei vielen jüngeren Menschen heutzutage als Problem. Wenn du früher irgendwie, du hast deine Schule zu Ende gemacht, dann wusstest du genau, du gehst in irgendein Handwerk, du bist im Betrieb deines Vaters oder sonst irgendwas, du trittst in die Fußstapfen deines Vaters. Es gibt heute einfach viel zu viel Auswahl. So als junger Mensch, wenn du aus der Schule kommst, du kannst ja theoretisch alles machen, die Welt liegt dir zu Füßen. Das ist theoretisch eine tolle Sache. Das Problem dabei ist aber nur, du bist überfordert, du weißt überhaupt nicht, was du machen willst und ist das, was du machst, überhaupt das Richtige. Und auch damit, mit dieser Situation kannst du halt gar nicht umgehen, weil du dir dann selber wieder fehl am Platze vorkommst. Ja, oder ganz viele sagen doch immer so, ja, wir möchten jungen Menschen eine Chance geben, aber sagen dann immer so, ja, du brauchst aber 2 Jahre Erfahrung und dann, wo soll man die denn holen? Mach doch ein Praktikum, weißt du, überall, mach ein Praktikum. Bloß keine Stelle vergeben. Genau, wir waren ja noch Generation Praktikum und nach Generation Praktikum gab es ja hier Generation Casting. Alle wollten so irgendeiner komischen Casting-Show. Hol dir den Lambo, Alter, den weißen. Das ist ja noch einer. Oh, warte, ob ich den jetzt kriege, weiß ich nicht genau. Komm, zeig's uns. Sonst kriege ich Depression, wenn du den jetzt... Ach, das ist ja noch ein Ferrari-Tester. Wie viele fahren hier rum? Der ist kaputt, den nehme ich nicht. Gib den zurück, Ja, aber echt, erstmal in die Werkstatt fahren. Schönes Auto, schönes Fahrzeug auf jeden Fall. Ja, aber ich wollte euch jetzt gar nicht unterbrechen. Sorry, Daniele. Jetzt haben wir dich unterbrochen. Jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt weiß ich auch nicht, worum es geht. Oh, da wird gerade jemand entführt. Ja, aber die schießen mich kaputt. Das habe ich schon mal gehabt, die Mission. Warte. Alter, was ist denn hier los? Wie fahrt ihr denn alle? Ey, komm, du kriegst den noch. Da ist noch alles drin, der fährt nicht so schnell. So, aber jetzt kurz zum Thema zurückzukommen. Ich hatte es persönlich auch so krass, da bin ich halt zeitlang nicht zur Schule gegangen und so und habe auch nicht diesen Sinn gesehen, dass ich mich jetzt schon entscheiden muss, was ich mein Leben lang machen werde als junger Mensch. Das hat mich auch tierisch angekotzt und natürlich auch der Druck von Noten muss immer gut sein in der Schule und so. Die sieht voll nach Lamborghini-Fahrerin aus übrigens. Du bist vor allen Dingen gut. Ach geil. Oh, Alter, der ist Hammer. Oh. Ja, Entschuldigung, der ist zu schnell, Nee, aber auf jeden Fall, du musst ja auch immer funktionieren. Du kannst ja nicht nachlassen. Du musst ja funktionieren wie ein Uhrwerk heutzutage. Das muss ja alles ratzfatz laufen. Du musst alles muss klappen. Erste Bewerbung muss sitzen. Du darfst, wenn du 10 Absagen hast, bist du natürlich der Loser der Gesellschaft und so weiter. Und gerade dieses Verlierer, sich als Verlierer fühlen, ich glaube, das ist heute ein ganz, ganz schlimmes Thema, weil heutzutage auch von den Medien suggeriert wird, dass du immer ein Gewinner sein musst, immer der Mac-Daddy sozusagen. Alles muss bei dir klappen, nur dann bist du ein Mensch, der zu leben verdient hat sozusagen. Ich glaube, auch Depressionen fangen ja auch irgendwann mal anders an, also auch viel, viel früher, also viel bevor man überhaupt anfängt zu arbeiten. Also in der Schule, wenn du, keine Ahnung, ein bisschen dicker bist oder dich einfach hässlich fühlst. Also ich glaube, viele Mädchen haben auch ganz oft das Problem, dass sie, ne, immer diese Sucht haben, ja, ich brauche jetzt neue Klamotten bei H&M oder keine Ahnung was. Also das war so bei uns in der Schule immer das Problem, dass sie echt nach der Schule sind ganz viele Mädels zu H&M und haben sich da irgendwie jeden Tag ein neues Top geholt oder so. Ja, als wieder gut machen, als Glücksmoment, ne? Natürlich kann man auch schnell in Drogen verfallen, man kann schnell Alkohol trinken, man kann schnell rauchen, kiffen, was weiß ich was alles. Ist ja in dem Bereich in Maßen noch harmlos im Vergleich, aber wenn es dann schlimmere Drogen werden, die durch Depressionen entstehen, wobei man das auch nicht herabstufen darf. Jede Droge ist natürlich auf eine gewisse Art schlimm. Boah, Alter, was da abgeht. Oh. Der Typ hat auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist Simon Desue. Es ist echt problematisch, wenn du irgendwo da reingerätst und dann in die Spirale des Düsteren, die Spirale des Bösen, wie ich jetzt mal nennen will, weil du hast dann echt so Probleme, dass du immer weiter reingerätst, dann nimmst du Drogen, dann musst du dir Geld für Drogen beschaffen, so jetzt die ganz schlimme Geschichte. Aber was ich zum Beispiel nicht verstehen kann, kurzes Thema, weil es oft gefragt wurde, Ritzen. Ich musste mich persönlich noch nie ritzen. Ich finde es persönlich sogar erschreckend, dass das manche Leute machen, dass sie sich selber wehtun, um sich selber zu bestrafen. Oder warum macht man das? Das ist, glaube ich, nicht zur Bestrafung. Ich erwarte jetzt einen Wortwitz. Nee, kein Wortwitz diesmal. Ich glaube, es liegt einfach daran, die Leute ritzen sich sozusagen, um zu spüren, dass sie überhaupt noch am Leben sind, sozusagen, um überhaupt noch was zu verspüren, glaube ich. Das habe ich mal irgendwie gelesen. Habe ich auch schon gehört, ja. Ich muss jetzt was zugeben. Ich habe ja mal, wir hatten irgendwie in der Schule, oh, was ist denn da? In der Schule hatten wir die Mode, irgendwie hat irgendwer angefangen, sich mit dem Zirkel sich halt zu ritzen. Aber in der Schulklasse ganz normal und dann irgendwelche Wörter in den Arm. Und da habe ich mir, ich Vollidiot, Hey, also H-E-Y und irgendwo auf dem Unterarm den Namen eines Mädels reingeritzt.
Oh, du bist ja richtig cooler. Das hast du aber eher gemacht, weil du cool sein wolltest, nicht um dir selber Schmerzen zu machen. Ja, weil die anderen das auch gemacht haben. Oh mein Gott. Das war aber dumm. Aber und wie lange war das da? Ja, ist das verheilt? Alles weg, ja. Ach so, das war Lisa. Ah, das kann man auch einfach ritzen. Gut, dass sie keinen Dreifachnamen hatte. Ja, aber das mit dem I, der Punkt war doof. Nee, aber das ist wirklich kein lustiges Thema eigentlich. Man muss das mal sagen, das ist jetzt mal eine ernstere Folge, auch wenn wir immer zwischendurch unsere Späßchen machen. Und, boah, Hammerjob. Ja, yeah, geil. Entschuldigung. Sorry. Wow. Okay, der wird nicht so geil, Boah, aber trotzdem cool. Boah. Huch, ein Busch. Du bist im Gebüsch explodiert. Das passiert mir öfter mal. Nee, aber es ist halt wirklich, um darauf nochmal zurückzukommen, es ist ja eigentlich ein ernstes Thema. Und, ich will auch euch gar nicht jetzt fragen, habt ihr euch schon mal geritzt oder habt ihr Depressionen? Ich will euch aber lieber fragen, was könnt ihr Leuten für Ratschläge geben, um aus Depressionen rauszukommen? Vielleicht, wie kann man das Leben wieder rosiger sehen? Was könnte die Sonne sein? Das würde mich interessieren. Das ist echt eine sehr komplexe Frage und ich weiß auch nicht, ob die sich jetzt auf alle anwenden lässt, weil ich glaube, die Ursachen sind ja immer verschiedene. Jeder hat so seine ganz eigenen Probleme, die er mit sich rumschlägt. Aber das Problem ist einfach, dass du denkst, dass alle Sachen, die du jetzt tust, also ich meine, selbst wenn du 14 bist oder sonst irgendwas, du denkst ja, oder der Maßstab für dein Leben sind ja die Jahre, die du gelebt hast. Das heißt, mit 14 denkst du, dass 14 Jahre dein ganzes Leben sind, sozusagen. Ja. Aber du siehst halt nicht, dass die Wahrheit eigentlich ist, dass du noch 80 Jahre vor dir hast. Das heißt, du hast ja gerade mal, du hast ein Zehntel vielleicht irgendwie gelebt von deinem Leben. Und mit diesen 14 Jahren hast du ja noch nichts gesehen von deinem Leben. Du hast dir selber noch nicht mal die Chance gegeben, überhaupt das richtige Leben zu starten. Du wohnst noch zu Hause, du hast nichts erlebt, du hast noch keine eigene Wohnung, du hast noch nie Freunde eingeladen zum Film, du hast noch nie irgendwie, ich weiß, da sind so viele Sachen, die dir noch entgangen sind, abgesehen mal von eigene Familie, Gründen, pipapo, was noch Sachen sind, die gefühlte tausend Jahre weit weg sind. Das, was man sich nie vorstellen kann als junger Mensch, aber was halt auf jeden von uns noch wartet. Und das sage ich mir heute auch, weil heute führe ich ein Leben, was mir gefällt. Ich bin eigentlich ziemlich glücklich mit meiner aktuellen Situation. Man darf es nie zu laut sagen. Ich klopfe mal lieber auf Holz hier. So, weil man weiß nie, man kriegt ganz schnell irgendwelche Schicksalsschläge. Passieren tut immer was. Irgendwo sind immer Probleme. Und wenn man keine hat, dann macht man sich so oder so welche. Also irgendwas ist immer los. Oh, das ist geil. Das ist schön. Wir machen uns Probleme, wie man sieht. Schön über das andere Auto gesprungen. Das ist eine akkurate Sprungmanöver-Taktik. Und sauber gelandet. Huch, Monster-Stunt. Cool. Ein Gerät auswählen. Mach einfach Festplatte. Nee, Festplatte, ne? 211 hast du noch frei. Ja, da ist noch genügend Speicher frei. Okay, das geht ja easy going. Ich glaube auch, die Sache ist auch die, dass eigentlich die das jetzt gucken können und einen Computer haben und dergleichen. Wir reden ja immer sogenannt von den First World Problems, weil es gibt halt so viele Leute, die halt sich überhaupt nicht vorstellen können, wie es ist, auf Toilette zu gehen, einen Wasserhahn zu bedienen und da kommt fließendes, sauberes Wasser raus. Also es ist immer so ein bisschen die Probleme, die man sich selber schafft und auch die Probleme in der Gesellschaft, in der man halt lebt, weil man kennt ja, es gibt immer jemanden, dem es besser geht und da kommen ganz oft halt schlimme oder komische Gedanken, auf dass man denkt, dem geht's besser, warum geht's dem besser? Ja, auf alle Fälle. Also den Deutschen, die können eigentlich alle nicht meckern, wenn man mal in Thailand sich das reingezogen hat, wie die Leute da leben und so. Aber das ist natürlich First World Problems, die auch so sind. Guck mal, wie viele Millionäre völlig depressiv sind, weil man sich halt nicht Glück durch Geld kaufen kann. Und das Glück ist halt ein Empfinden, das empfindet jeder unterschiedlich. Das Ding ist einfach, wenn du zum Beispiel auch in der dritten Welt lebst, sag ich mal, als Kind da lebst, dann hast du gar keine Zeit, dir irgendwie Sorgen zu machen oder es kommt gar nicht in Frage, dass du Selbstmord begehst, weil du musst für deine Familie sorgen. Das ist einfach, du kennst aber deinen Platz in der Welt. Du bist nicht so überfordert mit den ganzen medialen Eindrücken, wie du zu sein hast, wer du sein musst, wie du funktionieren musst, bla bla bla. Nein, du gehst einfach, du hast nicht mal den Luxus, zur Schule zu gehen. Viele empfinden Schule als Last, aber das ist eigentlich ein Privileg und das sieht man alles gar nicht mehr. Man sieht das alles so selbstverständlich, was eigentlich traurig ist, was traurig für den Einzelnen ist, dass er diese ganzen Geschenke überhaupt nicht zu schätzen weiß, die rings um ihn rum sind. Da ist dann alles nur noch doof, Familie doof. Fahrziel doof. Nee, aber ganz ehrlich, Schule ist doof. Dies ist doof, dass man die Wahl hat, ist doof. Dass der Computer so langsam ist, ist doof. Und das sind ja, wie Daniele gesagt hat, diese First World Problems.
die man natürlich in der dritten Welt dann nicht hätte, wenn man ja, halt... Lehrer doof, Schule doof, ja, genau, Arbeit genau. beschissen, gerade gefeuert worden oder was auch immer. Es ist nicht lächerlich, das sind echte Probleme. Das nee, aber gemessen an anderen Problemen. An Kindersoldaten in Afrika und sowas ist es lächerlich. Damit werden wir aber nie konfrontiert. Nee, das man nicht. Sieht das krasser, wenn man selber mal damit konfrontiert wurde. Deswegen kann ich euch auch empfehlen, reißt ein bisschen was, zieht euch die Welt rein. Das ist eine große Priorität. Danach seid ihr weiser. Was mir zum Beispiel auch viel gelehrt hat, auch mich aus den Depressionen ein bisschen rausgeholt hat. Ich hatte aber auch jetzt nie super schlimme Depressionen. Das kann ich sagen. War ein halbes Jahr, war es krass. Und ein Jahr lang war es ungefähr. Und dann ging es irgendwann von selber wieder weg, weil ich einfach auch nicht mehr so viel über die Probleme nachgedacht habe. Einfach mir auch mal die guten Seiten des Lebens genommen habe und gesagt habe, hey, guck mal einer an, was du machen kannst, wie es gut dir geht. Und habe einfach das Leben genossen und meine Zeit gelebt. Und ich habe mir gesagt, lass dir von niemandem Druck machen. Mach, wenn dann, nur du dir selber Druck. Das Nachdenken ist sowieso ein Problem. Gerade wenn man Kopfmensch ist, sage ich mal, dann denkt man sehr gerne über Dinge nach. Und man hat als Mensch leider muss ich sagen, hat man so diese Angewohnheit, Dinge kaputt zu denken. Wenn du eine gute Idee hast, die du umsetzen kannst, dann denkst du darüber nach und denkst nach und denkst nach. Und je mehr du nachdenkst, desto mehr Probleme siehst du auch, diese Idee umzusetzen. Und dann machst du es einfach nicht. Deswegen einfach mal nicht die ganze Zeit überlegen, sondern einfach mal wirklich machen oder einfach mal dem Instinkt folgen. Vielleicht nicht auch immer von allen anderen reinreden. Du musst das und das machen, so und so musst du funktionieren. Meine Mutter wollte damals unbedingt, dass ich dann dringend noch unbedingt mein Abi nachhole. Habe ich dann ihr zuliebe auch gemacht, aber eigentlich im Grunde genommen war es völlig für die Wurst. Ich habe da wirklich, da habe ich auch gelernt, ich muss einfach mal meinen eigenen Instinkten folgen oder dem, was ich glaube, wo ich in der Welt hingehöre, was ich machen möchte. Ist auch richtig so. Man sollte immer auf sich selber hören und sich da auch von anderen keinen Druck. Man muss zum Beispiel auch nicht den Laden vom Papa übernehmen oder man muss auch nicht seiner Frau es recht machen oder seinem Mann. Natürlich im gewissen Maße muss man jedem entgegenkommen. Und oft haben eure Angehörigen ja auch recht, wenn die euch Ratschläge geben. Das muss man halt immer abwägen. Hey, und im Inneren weißt du genau, was richtig ist und was falsch. Ja, als Tipp kann man eigentlich noch sagen, also wenn jemand Depressionen hat oder so, kann man irgendwann, also es gibt ja immer so eine Art Schamgrenze. Keiner würde sagen, ja, ich gehe zum Psychiater oder so. Aber ich finde das völlig in Ordnung. Also wenn einer Hilfe braucht, dann lieber zum Psychiater gehen und damit auch eigentlich viel offener umgehen. Ich glaube tatsächlich, heute ist es so, dass inzwischen auch so viele junge Menschen, auch Kinder, schon zum Psychiater gehen. Das ist eigentlich schon erschreckend, muss man sagen, in einem Alter, wo man früher sich irgendwo im Park an der Bank getroffen hat, um einfach nur abzuhängen. Und heute gehen Kids zum Psychiater. Ja, es gibt ja so einen Gag bei Crocodile Dundee, wo der eine erzählt, ja, wir gehen ja alle zum Psychiater. Und dann fragt er einfach, Typ aus Australien fragt einfach, weil die waren ja in New York, fragt einfach, ja, habt ihr keine Freunde? Das war ein Gag. Ich lach mich tot. Das war so witzig. Der war der Hammer. Aber hey, in dem Film war es lustig. Also ich kenne bei Crocodile Dundee nur der mit dem Messer. Wobei ich jetzt den Ritzenwitz weglasse. Das ist ein Messer. So, liebe Freunde, das war's auf jeden Fall vom Thema Depression. Also ich denke, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Ist natürlich auch ein riesen Spektrum an Thema. Eigentlich könnte man noch ein, zwei Stunden drüber weiterreden. Aber man wird es dem Thema sowieso nie recht machen können. Und vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr Ratschläge für Leute habt, wie man besser leben kann, wie man glücklicher wird. Oder vielleicht, ob es euch selber auch, wenn man darüber reden möchte, natürlich nur, aber es hilft auf jeden Fall, sich da ein bisschen zu öffnen und sich selber auch damit auseinanderzusetzen, dass man vielleicht diesem Problem erliegt. Und wenn man lernt, mit seinen eigenen Problemen offen zu kommunizieren, wenn man sich dafür nicht schämt vor anderen, dann werden diese Probleme plötzlich zu kleineren Problemen, genau, bis man ganz locker damit umgehen kann. Einfach vor allem mit guten Freunden der Familie darüber reden, Leuten, mit denen ihr vertrauen könnt. Erzählt denen ruhig von euren Problemen. Das ist nicht peinlich. Nee, weiß Gott nicht. Und ganz ehrlich, viel mehr Leute, als man selber ahnt, haben das Problem. Ja, viele machen auch einfach auf cool. In Wirklichkeit sind sie selber abends dann voll down. Da gibt's einige. Naja, wir verabschieden uns für diese Episode von Let's Play GTA, Let's Talk GTA. Wir quatschen eine Runde die Bude zu, beziehungsweise den Bus. Und mit dem werden wir in der nächsten Folge mal durchbrennen, oder? Nächste Station ist die nächste Folge Let's Talk Grand Theft Auto. Ciao. Tschö. Babidi-bubi. Und schon wieder heizen wir mit einem Bus durch die Gegend. Haben wir das nicht letztens noch im Let's Play gemacht? Ich erinnere mich, ja, aber da war das Thema nicht ganz so ernst. Und ich muss sagen, GTA passt irgendwie nicht ganz zum Thema, weil GTA ja so ein lustiges Spiel ist, wo man so viel machen kann. Mhm. Und das ist ja eher so ein ernstes Thema. Da müsste man eigentlich auch ein ernstes Spiel spielen. Also verzeiht, wenn es vielleicht ein bisschen unpassend war. Wir wollten mal drauf eingehen. Und wir sind gespannt auf eure Meinung dazu. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss.